Das Thema Eltern des Hauptprotagonisten ist immer so eine Sache. Entweder sie tragen bewusst der Handlung bei, spielen überhaupt keine Rolle und falls doch, geben sie halt mal ab und an ihren Kohlkopf dazu. Wobei die Guten in Bezug auf Aang nicht mal eine Erwähnung, Anspielung oder sonst etwas hatten, was das alles ein bisschen komplizierter macht. Zwar gab es innerhalb der Serie genug Anhaltspunkte, an denen man sich grob orientieren könnte, auf der Suche nach den Erzeugern des Avatars, aber ich glaube, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Dass sowohl Brian Konietzko als auch Michael Dante DiMartino große Fans von asiatischen Kulturen und deren Religionen sind, haben sie uns nicht nur des Öfteren bewiesen, sondern es auch bewusst in ihre Werke einfließen lassen, weswegen die Völker der vier Nationen ebenfalls ihren Ursprung in den verschiedensten Ländern und deren Ansichten unserer Welt fanden. Da sich unsere Suche nach den Eltern des Avatars jedoch nur auf die Luftnomaden und deren Traditionen beschränkt, die ja offensichtlich von der tibetischen Kultur und dem Buddhismus inspiriert wurden, machen wir gleich dort weiter. Wobei ich sagen muss, dass ich während meiner Recherche immer mehr feststellen musste, dass sich der tibetische Buddhismus in so vielen Punkten widerspricht, was die Beziehung zwischen Kindern und deren Eltern angeht. Zum einen heißt es nämlich, dass die Kinder nicht von ihren Eltern gezeugt wurden, sondern es sich hier lediglich um ein Empfängnis eines früheren Lebens handelt, die keinerlei Bindung zu ihren Elternteilen besitzt. Und zum anderen, dass es nichts Wichtigeres als die Beziehung zwischen Kind, Vater und Mutter gibt. Inwiefern man das jetzt auf die Luftnomaden und deren Ansichten beziehen kann, Leute, keine Ahnung. Der Grund für die Trennung jedoch sollte jeder von uns nachvollziehen können, der in der Episode Der Guru gut aufgepasst, das dritte Buch von Die Legende von Korra geschaut und eventuell sogar den Kiyoshi-Roman gelesen hat. Uns wurde immer wieder vermittelt, wie essentiell wichtig es für einen Luftbändiger und insbesondere für den Avatar sei, keinerlei irdische Bindungen zu besitzen, um sich so voll und ganz auf die spirituellen Lehren konzentrieren zu können. Das Glaubenssystem der Altvorderen auszuleben und sich so damit zu beschäftigen, nicht offensiv in die Geschehnisse einzugreifen, sondern eher defensiv und mit Hilfe der Sitten, die ihnen beigebracht wurden. Es klingt also nur logisch, dass die Kinder nach ihrer Geburt von ihren Eltern getrennt wurden, um zu verhindern, dass sowohl die Nonnen als auch die Mönche und deren Nachwuchs nicht mal die Chance dazu hatten, beziehungsweise sich versehentlich mit einem weltlichen Belangen ablenken zu lassen. Luft ist das Element der Freiheit und so zog sich diese Tradition auch durch die Generationen hinweg, was wir zum Beispiel ebenfalls durch Guru Lachrimas Überbringungen, sich bedingungslos von allen materiellen Dingen und irdischen Bindungen zu lösen, um dadurch die wahre Freiheit zu finden, heraushören konnten. Oder Kiyoshis Mutter, die sich von ihren Lehren abwandt, eine Beziehung mit einem Menschen einging, Straftaten beging, ein Kind gebar und durch diese ganzen Faktoren zum Großteil die Gabe verlor, Luft zu bändigen. Sprich, es nur noch mit Hilfe ihrer Fächer kontrolliert konnte, wo ich euch allerdings zu diesem Video hier weiterleite. Kommen wir aber nun zu einer Theorie, die genau dieses Thema behandelt und gleichzeitig darauf eingeht, ob Aang nun seine Eltern kennt oder nicht. Was wir im Laufe der Serie erfahren haben, war, dass es insgesamt 4 Lufttempel gab. Und zwar den südlichen sowie den nördlichen, der ausschließlich von Mönchen bewohnt wurde. Während der westliche sowie der östliche Lufttempel das Zuhause der Nonnen war. Quasi die Geschlechter getrennt wurden, weswegen die Theorie nun besagt, dass es ein jährliches Fest der Empfängnis gegeben haben muss, was nicht nur die Fakten unterstreichen würde, die ich euch vorhin aufgezählt habe, recht logisch in Bezug auf die Luftnomaden und deren vielen Feiertage und heiligen Orte klingt, sondern auch, dass es viele gleichaltrige Kinder in den Flashbacks gab, was für das kleinste Volk der vier Nationen schlicht und einfach unlogisch wäre. Genau wie der Fakt, dass ich immer noch auf die 50k warte. Es wird nun davon ausgegangen, dass nach diesem Festtag die Luftbändiger ihr Leben wieder ganz normal weiterlebten, bis dann der Tag der Geburt und die Zuteilung der Kinder seinen Lauf nahm. Durch Aang haben wir zum Beispiel erfahren, dass er am südlichen Lufttempel groß wurde und ebenfalls kurz dem östlichen einen Besuch abstattete, wo er das erste Mal auf Appa traf. Was wir allerdings nie erfuhren war, ob er vor seinem Aufenthalt im Eisberg jemals am westlichen oder nördlichen Lufttempel war und somit seine Reise sowie die der anderen Kinder bewusst vom Ältestenrat gelenkt wurde, um zu verhindern, dass sie auf ihre Erzeuger treffen würden. Sprich, würde ein weibliches Kind auf die Welt kommen, dessen Mutter eine Nonne vom westlichen, während der Vater ein Mönch vom südlichen Lufttempel gewesen wäre sie als Baby zum östlichen Lufttempel gebracht worden.
Oder in Bezug auf Aang müsste sein Vater also vom nördlichen Lufttempel stammen, während die Mutter eine Nonne vom westlichen war, da er diese wegen dem Ältestenrat, zumindest unseres Wissens nach, nie besuchte. Und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber so würde das ganze Thema auf jeden Fall Sinn machen und den Fakt, dass es bis dato 4 Rückzugsorte der Luftnomaden gab, mit einfließen lassen. Ob nun Aang seine Eltern jemals gesehen hat, ihm bewusst war, um wen es sich dabei handelt, oder es für die Story relevant gewesen wäre, könnte es sein? Aber da er den Brauch ja in die Legende von Korra letztendlich abgeschafft hat und Tenzin zusammen mit Katara großzog, sowie er seine eigenen Kinder, bleibt mal zu hoffen, dass er sich auch in Zukunft nicht ändern wird und ihr mir nun in die Kommentare haut, was ihr von dem Ganzen haltet. Links kommt ihr jetzt zum Video, ob Aang ein schlechter Vater war. Rechts zu den Eltern von Kiyoshi, in die goldene Mitte, um mich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.